Lilo, heute mal ein kurzer Link-Tipp. Wer Probleme hat in seinem eigenen Zuhause, ja, da sieht's ungefähr so aus wie bei mir, ne? Viele Strippen, wie auch immer, man muss von verschiedensten Endgeräten auf zum Beispiel Netzwerkfreigaben zugreifen. Was macht man am besten? SMB, NAS, XRDP, wie auch immer, manche haben Cloud-Lösungen. Hier finden wir einen kleinen Artikel der PC-Welt, effizienter Datenaustausch im eigenen Zuhause. Ja, da empfiehlt man SMB. Warum? Weil die Smartphones zum Beispiel oder Tablets SMB unterstützen, weil man unter Windows natürlich SMB hat. Linux hat man auch die Möglichkeit, SMB drauf zuzugreifen und dann hat man vielleicht noch ein Mac-Gerät und so weiter. Wie das mit dem Samba geht, ist hier sehr schön beschrieben. In Netzwerken mit Samba, so geht's. Links hänge ich euch an. So, ich habe das mal bei mir gemacht. Ich habe mal ein Foto gemacht. Ich habe mein Tuxedo-Mikro, meinen Shuttle. Das ist ein passiv gekühlter PC. Der macht kein Geräusch. Für den bräuchte ich eigentlich keinen Monitor, keine Tastatur, keine Maus. Den habe ich einfach mal mit Lubuntu bestückt und habe darauf eine Samba-Freigabe gemacht, so dass ich von anderen Endgeräten drauf zugreifen kann. Außerdem habe ich zur Datensicherung, ne, der hat eine SSD eingebaut, noch eine externe Festplatte dran, die ich bei Bedarf nochmal nehme, um die Daten zu sichern. Es ist ja kein NAS-Laufwerk an sich, aber Vorteil von der Geschichte ist, ich kann den Computer nochmal wie einen normalen PC gebrauchen, ne? Ein Laufwerk wie FreeNAS zum Beispiel, das kann man halt nur als NAS-Laufwerk benutzen und dann ist Feierabend, ne? Ja, also den kann ich noch als normalen PC benutzen, kann mich zum Beispiel per XRDP draufloggen und den als PC noch nutzen. Zum Beispiel könnte ich über Nacht meine Videos rendern lassen. Das Ding ist ja geräuschlos. Oder ich könnte ein Upload starten über Nacht auf YouTube, ne, könnt mich schön schlafen legen. Das Ding macht kein Geräusch. Wie gesagt, Monitor, Tastatur, Maus bräuchte ich theoretisch nicht. Ist aber ein nice to have gerade beim Einrichten, ne? Ihr könnt natürlich auch einen Laptop nehmen oder einen anderen PC, geht genauso gut. Schön ist, dann ist ja auch ein Blu-ray-DVD-Brenner bei mir mit drin, da könnte ich auch noch ein Backup machen. Also, was habe ich gemacht? Lubuntu drauf auf das Ding, SMB-Freigabe und jetzt kann ich drauf zugreifen. Einfach per SMB, wie gesagt, den Artikel mal lesen. Kann da drauf zum Beispiel meine Bilder oder meine Videos ablegen, eine Sicherheitskopie machen, ne? Auf dem Tuxedo, auf dem Ding, das ich ähnlich wie ein NAS benutze, aber nichts anderes ist als ein ja, PC mit einer Dateifreigabe, SMB, mit einer Windows-Freigabe, ne? Den kann ich auch per XRDP zugreifen und wie gesagt, kann den noch anderweitig benutzen. XRDP habe ich darauf installiert und kann mich da einloggen, entweder als der Benutzer oder als Root. Hier ein kleiner Hinweis: Lubuntu hat da mit XRDP so kleine Problemchen. Nicht das hier, sondern es kommt erstmal gar kein Bild. Wer Lubuntu das Problemchen hat, dem ein kleiner Hinweis gegeben. Habe ich ein schönes Video gesehen, das verlinke ich mal. Und zwar gibt es da die X-Session und da gehört dann hinein LX-Session. Leerzeichen minus S, Leerzeichen Lubuntu, Leerzeichen minus E, Leerzeichen LXD. Für andere Betriebssysteme, Kubuntu und so weiter, gibt es dann auch Hinweise in dem entsprechenden Video, nicht von mir, das ich verlinke. So, also hier kann ich mich per RDP draufloggen, kann das Ding noch anderweitig benutzen. Und hier sieht man dann auch meine externe Festplatte, die ich jetzt gerade dran habe. Die ist da eingehängt, kann ich dann eine Sicherheitskopie machen. Bei Bedarf könnte ich auch automatisch machen lassen mit einem cronjob oder ein Skript, das automatisch gestartet wird oder ähnliches. Wie gesagt, ganz nett finde ich dann, dass man die freigegebenen Ordner, ne, bei mir ist es eigentlich nur der Ordner öffentlich, den ich benutzt habe, der wird eingehängt bzw. nach außen sichtbar als NAS dargestellt. Das kann man sich frei aussuchen, ne? Die SMB-Freigabe habe ich NAS genannt. Der Rechner heißt Tuxedo. Kann das also ähnlich wie ein NAS-Laufwerk benutzen. Gut, dann habe ich die Freigabe so gemacht, dass quasi jeder darauf zugreifen kann im lokalen Netzwerk. Ihr könnt das natürlich einschränken. Bei mir ist da sowieso nur Kram drauf, der sowieso im Netzwerk verfügbar wäre. Also ich habe da keine erweiterten Sicherheitsproblemchen. Ich möchte halt, weil ich auf meinem lokalen PC zum Beispiel,
probiere dauernd Betriebssysteme auf. Da habe ich zum Beispiel unter anderem auch noch Linux Mint drauf und Ubuntu 13.10 drauf und. Damit ich nicht immer alles hin und her kopieren muss, auf dem lokalen Rechner ist dann zu wenig Platz, kann ich das schön jetzt auf die SMB-Freigabe legen und kann von jedem meiner Rechner drauf zugreifen. Ich habe noch einen weiteren PC in meinem Netzwerk, mit dem ich die Videos rendere. Auf dem kann ich dann genau das gleiche machen. Ich kann also auf SMB auf diese Freigabe zugreifen. Ja, entweder direkt einfach als Ordner eingehängt. Ne? SMB Tuxedo NAS, fertig. Ne? Passwort eingeben, gut ist. Von jedem meiner Rechner aus im Netzwerk. Das könnte auch ein Android-Phone sein. Oder ein Smart TV oder mein Emery. Ne? Ich habe ja noch so einen Smart TV Adapter, der könnte auch darauf zugreifen. SMB können quasi alle Geräte. Ne? Da könnte ich zum Beispiel von da aus auf die Musik zugreifen, die ich dann hier drauf hätte, beispielsweise. Gut. Wie gesagt, ihr folgt mal den entsprechenden Links. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.